Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial, wo ich euch jetzt zeigen werde, wie ihr vernünftig eure Let's Plays selbst aufnehmen könnt und die ganzen dann auch rendern könnt. Denn wenn ihr jetzt aufnehmt, habt ihr ja Riesendateien und ich zeige euch auch, wie ihr das mit der besten Tonqualität hinbekommt. Ihr macht Folgendes. Es ist wirklich sehr einfach. Ihr braucht die Programme Audacity und Fraps. Ihr könnt euch auch DXtory holen, aber ich würde es lieber mit Fraps machen. Fraps kostet, soweit ich weiß, 30 Euro und ist wirklich sein Geld wert. Wenn ihr das Ganze habt, öffnet ihr das einfach mal, geht auf den Tab Movies und geht bei Folder to Save Movies in auf Change und wählt einen Ordner aus, in dem ihr eure Videos speichern möchtet. Ich mache jetzt zum Beispiel mal einen neuen Ordner, den nenne ich mal LP. So, dann seht ihr schon mal, wo eure Aufnahmen gespeichert werden. Ihr geht hier bei Record Windows 7 Sound, macht einen Haken rein und bei Stereo macht ihr auch einen Punkt rein, wenn ihr denn Stereo-Kopfhörer oder Lautsprecher benutzt. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel 5.1 oder 7.1 Surround habt, geht ihr auf Multichannel. Ich habe Stereo. Und ja, den Haken bei Record External Input macht ihr raus. Bei Video Capture Hotkey könnt ihr einstellen, mit welchem Hotkey, also mit welcher Taste ihr aufnehmen wollt. Ihr klickt einfach in einmal in das Feld rein und wählt dann, drückt dann die Taste, mit der ihr aufnehmen wollt. Dann bei FPS ist sehr wichtig, ihr wählt 30 aus, denn man kriegt bei, denn YouTube konvertiert eh in 30 um. Dann bei Full Size einen Punkt rein und halt 30 FPS, auf keinen Fall 29,97 oder sonstiges. Loop Buffer lasst ihr einfach auf 30 Seconds. Und Split Movie Every 4 GB macht ihr auch einen Haken raus. Und bei Lock Frame Rate While Recording und den Rest hier auch einfach Haken raus. So, wenn ihr das getan habt und das genauso bei euch auch aussieht, minimiert ihr Fraps und startet das Programm Audacity. Ihr drückt nun auf Aufnahme. Ich starte jetzt erstmal schon mal das Spiel. Ihr müsst erst auf Aufnahme drücken und dann das Spiel starten. Aber ich muss mal eben ganz kurz, ich will hier ja einen Test von Minecraft machen. Und ich muss das mal eben kurz starten, weil der wieder in Vollbildmodus geht und das ja natürlich nicht so toll ist. Und ich muss mal gucken, gut, mein Sound wird noch aufgenommen. Ich nehme mir das hier mal kurz. Sorry gerade für den Dings. So, ihr seht wahrscheinlich gerade gar nichts. Vollbild aus. So, ihr habt euer Spiel gestartet. Nun, ich guck noch mal kurz nach. Gut, mein Sound wird noch aufgenommen. Dann geht ihr hier auf den Record-Button bei Audacity, aber Moment, bevor ihr das macht, geht ihr bei Projektfrequenz Hertz auf 48.000, dann auf Bearbeiten, Einstellungen, wählt hier auch 48.000 Hertz aus, 32 Bit, Best Quality Slowest, Deiter Keiner, hier auch Best Quality Slowest und Shaped, dann geht ihr auf OK. Ja, sorry, das tut mir sehr leid. Irgendwie spinnt hier alles bei mir rum mit dem Aufnehmen. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr hört mich vernünftig. Auf jeden Fall, ich mache das Ganze hier nochmal neu und schließe das Ganze nochmal. Ihr drückt auf den Record-Button, wartet dann einfach 10 Sekunden, redet die 10 Sekunden gar nicht, also wirklich gar nicht reden, 10 Sekunden. Wenn die 10 Sekunden vorüber sind, könnt ihr in euer Spiel reingehen. Ich schaue nochmal ganz kurz, ob die Aufnahme läuft. Ja, alles ist noch wunderbest. Geht dann, zum Beispiel, wenn ihr Minecraft benutzt, einfach auf ja, Einzelspieler, was weiß ich. Ihr geht einfach in das Spiel rein, was ihr aufnehmen wollt. Wäre natürlich besser, wenn ihr auch euren Vollbildmodus auswählt. Was ihr nun macht, ihr seht ja, Audacity nimmt hier alles schön gemütlich auf. Ihr drückt jetzt einfach, zum Beispiel bei mir ist es F9 gewesen. Um die Aufnahme zu starten. Tut mir leid, falls da gerade irgendwie kurz ein Fail in der Aufnahme war. Wenn ihr das getan habt, nehmt ihr halt euer Spiel auf und sagt jetzt zum Beispiel Hallo. Also wenn ihr den F9-Knopf gedrückt habt, dann müsst ihr auch sofort anfangen mit der Moderation mit Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play sowieso und sowieso. Am besten sofort, wenn die Zahlen rot werden, dann heißt es, ihr nehmt auf, dann solltet ihr auch sofort losreden. Und oh, Minecraft Mucke. Und wenn ihr dann euer Let's Play beendet habt, drückt ihr wieder F9. Die Aufnahme wird nochmal ganz kurz hier pausiert sein. So, da bin ich auch hoffentlich schon wieder. Ja, das ist mal ein Mist hier mit Camtasia. Sorry, tut mir leid, aber ich möchte euch ja zeigen, wie ihr vernünftig aufnehmen könnt. Dann schließt ihr einfach auch euer Spiel wieder und drückt bei Audacity auf Stopp. Weil das jetzt hier gerade ein sehr schlechtes Beispiel war fürs Aufnehmen, mache ich das Ganze jetzt einfach anders. Und zwar, ich habe ja vorhin schon mal ein Testvideo aufgenommen. Ihr solltet nämlich wirklich darauf achten, dass wenn ihr aufnehmt, dass ihr dann auch, wenn ihr die Aufnahme gestartet habt, sofort auch losredet. Ich mache Folgendes. Ich gehe jetzt mal eben in
Ich habe nämlich noch ein anderes Video aufgenommen. Und das sieht dann nämlich hier genauso aus. Ihr habt dann hier die ganze Zeit, die ihr nicht geredet habt, das habe ich jetzt hier irgendwo. Ihr sucht euch dann die 10 Sekunden raus, die ihr nicht geredet habt. Markiert einfach die 10 Sekunden. Geht dann hier auf Effekt, Rauschentfernung, Rauschprofil ermitteln. Ich muss doch mal ganz kurz nachschauen. Gut, das scheint doch alles in Ordnung zu sein. Sorry, dass ich hier mal nachgucke, aber mein Mikro spinnt rum. Nun drückt ihr STRG und A, um alles zu markieren. Ihr könnt das auch mit der Maus alles markieren. Dann geht ihr auf Effekt, Rauschentfernung, macht die Frequenzglättung auf 1000 Hertz ganz nach rechts den Regler. Den Rest lasst ihr so und Rauschen auf Entfernen. Dann geht ihr auf OK. Nun wird das Rauschen entfernt. Sorry, dass ich hier mal nachgucke, aber mein Mikro pegelt sich immer automatisch runter. Das ist jetzt im Tutorial ein bisschen blöd. So, was ihr nun gemacht habt, ihr hört jetzt hier, das Rauschen ist weg. Und was ihr jetzt macht, ihr sucht die Stelle raus, wo ihr die Begrüßung von eurem Let's Play-Video gemacht habt. Bei mir ist das jetzt hier. So, willkommen zur Testaufnahme. Ich möchte euch ja in diesem Video zeigen, wie ihr vernünftig aufnehmen und rendern könnt. So, und dann markiert ihr den Teil, der links dahinter ist, einfach komplett und drückt dann die Entferntaste, so dass der Teil weg ist. Ich mache das Ganze mal eben so, entfernen. Und wenn wir jetzt die Aufnahme, wenn wir jetzt auf Play drücken. So, willkommen. Gut, da hört man schon. Dort geht euer Let's Play also los. Und dann markiert ihr die Stelle, wo ihr das Let's Play beendet habt. Ist das bei mir jetzt hier? Ja! Moment. Hier war es noch nicht. Das war's auch schon mit meinem Testvideo. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr dann irgendwie eure Abmoderation gemacht habt, markiert ihr den rechten Teil, der danach kommt, und löscht ihn auch mit der Entferntaste. Nun speichert ihr das ganze Projekt ab. Ich mach das hier. Ich habe das jetzt weiterer Test genannt. Dann geht ihr auf Datei, exportieren. Wählt MP3-Dateien aus, Option, Festwert und geht bei Qualität auf 320 Kilobits. Dann geht ihr hier auf Stereo und klickt auf OK. Gebt dem ganzen Titel, gebt den ganzen, gebt der ganzen Datei einen Titel. Moment, gut, Aufnahme läuft noch. Mensch, ich mache mir gerade ein bisschen zu viele Sorgen. Nennt es, wie ihr wollt, klickt auf Speichern. Weiterer Test. Am besten ist, wenn ihr das zusammenschreibt. Weiterer Test. Punkt MP3. Geht auf Speichern. Und dann sollte bei euch erstmal ein Fenster erscheinen mit lame-enc.dll. Ihr müsst euch dann einfach, müsst dann auf den Herunterladen-Button klicken, der in Audacity erscheinen wird. Und dann wird ein Programm heruntergeladen, was ihr dann nur noch installieren müsst. Dann müsst ihr in Audacity, sollte dann ein Button sein, der durchsuchen heißt. Dort klickt ihr dann rauf, dann geht ihr auf C, Programme. Und dann auf Lame for Audacity und wählt die Datei einfach raus und klickt auf OK. Das solltet ihr eigentlich so auch hinkriegen. Da muss ich wirklich kein Tutorial für machen. Dann sollte hier jetzt dieses Fenster bei euch erscheinen. Dort schreibt ihr gar nichts rein, klickt einfach auf OK. Nun wird das Ganze exportiert. Dann schließt ihr wieder Audacity ganz einfach. Und nun geht ihr einfach in euren Aufnahmeordner, wo ihr eure Fraps-Aufnahmen habt. Bei mir war das jetzt hier unter LP. Dort habt ihr euer gutes Stück, aber ich habe das war jetzt ja nur eben, um euch das zu zeigen. Ich habe hier irgendwo anders noch eine bessere Aufnahme. Ich meine, das war die. Ich starte die mal ganz kurz mit dem Media Player. Jo, das war die richtige Aufnahme. Gut. Ihr habt hier also eure Videodatei. Dann öffnet ihr in einem anderen Fenster auch nochmal den Ordner, wo ihr eure Audacity-Datei jetzt habt. Das ist bei mir zum Beispiel. Habe ich ja eine Unordnung. Tut mir leid. Das müsste eigentlich. Ja. Hier sein. Weiterer Test. So, dann markiert ihr hier auch die MP3-Datei, die ihr gerade mit Audacity exportiert habt, wenn ihr die jetzt mal startet. So, willkommen zur Testaufnahme. Das ist also euer Mikrofonsound. Was ihr nun macht, ihr öffnet ein Programm eurer Wahl. Zum Beispiel, ich zeige euch jetzt alle drei Programme. Und zwar einmal Magix Video Deluxe 2014 Premium. Das Programm habe ich mir selbst gekauft, weil ich halt legal aufnehmen wollte. Und ja, das kostet so um die 90 Euro. Hatte ich halt noch ein bisschen Geld übrig und hab's hierfür halt investiert. Ihr könnt euch allerdings auch Testversion oder halt Cracks, aber ich bin nicht verantwortlich dafür, wenn ihr erwischt werdet. Und ich würde es euch eigentlich auch nicht empfehlen, illegal Programme runterzuladen. Aber wenn ihr meint, könnt ihr euch auch Adobe Premiere Pro CS6 oder Sony Vegas herunterladen. Dort werde ich euch auch noch zeigen, wie ihr damit rendert. Was ihr jetzt macht, ihr startet eines der drei Programme. Ich fange jetzt mal mit Magix Video Deluxe 2014 Premium an und starte das Ganze mal eben kurz. Schau noch mal kurz nach. Yo, mein Sound wird aufgenommen. Ich mache mir da echt so eine Sorgen, das gibt's nicht. Dann geht ihr bei Neues Projekt erstellen, gebt ihr irgendeinen Namen ein, zum Beispiel weiterer Test nenne ich das Ganze jetzt mal. Bei Filmeinstellungen geht ihr auf Benutzer definiert, in Klammern Filmeinstellungen öffnen, Audio Sample Rate auf 48.000. Dann klickt ihr auf OK. Nun ist ganz wichtig in diesem Fenster,
Müsst ihr jetzt bei Breite und Höhe eure Auflösung eingeben, indem ihr das Ganze aufgenommen habt. Ihr geht einfach in den, oh, das war jetzt der falsche Ordner, sorry. Ihr geht einfach in den Aufnahmeordner rein, wählt die Videodatei aus, macht einen Rechtsklick drauf, auf Eigenschaften, Details und seht nun hier 1920 mal 1080 ist das bei mir. Also gebe ich hier 1920 mal 1080 ein. Wenn das jetzt 720p ist, dann sollte bei euch 1280 mal 720 stehen. Seitenverhältnis ist bei mir 16 zu 9. Und die Framerate müsst ihr auf jeden Fall auf 30 stellen. Anzahl der Spuren, da würde ich euch mindestens 16 empfehlen. Ihr könnt auch mehr nehmen. 4 würde ich euch nicht empfehlen, denn es kann auch mal sein, wenn irgendwas richtig asynchron ist oder irgendein Mist euch da passiert und ihr so viel Nachvertonen und was weiß ich was müsst und dann noch Musik hinzufügen wollt, reichen die Spuren nicht aus. Und Audio Sample Rate wieder auf 48.000. Und sorry, dass ich hier immer ewig nachgucke, aber irgendwie spinnt ja mein Mikro gerade rum. Dann geht ihr hier auf OK. Wenn ihr das getan habt, dann zieht ihr einfach die Videodatei in dieses Fenster hier rein. Dann, das hier ist jetzt eigentlich ganz egal, das ist jetzt hier der Sound vom Video, den solltet ihr bei Magix noch nicht sehen, da müsst ihr hier erst auf Gruppe auflösen klicken, dann solltet ihr hier den auch sehen, aber der ist ganz egal. Das brauchen wir nur, um den zum Beispiel leiser oder lauter zu stellen. Ich mache den mal zum Beispiel einen kleinen Tick leiser, das geht ganz einfach so. Ihr könnt auch einen Rechtsklick drauf machen, Lautstärkekurve und hier leiser machen, aber das müsst ihr alles nicht. Was ihr dann macht, ihr holt euch eure Audacity-Datei, zieht die auch hier rein. Und wenn ihr das habt, ich spiele das Ganze mal kurz ab. So, willkommen zur Testaufnahme. Ich höre jetzt schon raus, dass es viel zu leise ist und man kann das dann halt hier mit lauter stellen. Ihr könnt natürlich hier auch Rechtsklick, Lautstärkekurve und das dann lauter stellen, aber ich würde es euch lieber so empfehlen. Geht besser, wenn ihr jetzt wieder auf Play drückt. So, willkommen zur Testaufnahme. Hört sich schon viel besser an. Und um das Ganze jetzt synchron zu schneiden, sucht ihr euch einfach eine Stelle raus, aus dem Video, wo ihr noch ganz genau wisst, was ihr da auch geredet habt. Zum Beispiel, ich habe da angefangen, irgendwo ein Haus zu bauen. Das war hier. Ich drücke mal kurz auf Play. Erster Block, zweiter Block, dritter Block, vierter Block. Da hört man schon sofort raus, es ist asynchron. Ich drücke nochmal auf Play. Erster Block, zweiter. Ich habe erster Block gesagt und dann wurde der Block erst gesetzt, aber im Video, als ich es aufgenommen habe, habe ich beides gleichzeitig gesagt. Gut, die Aufnahme läuft. Oh Mann, ey, ich gucke hier ewig nach, aber ja, ich mache mal ein bisschen Sorgen. So, ihr seht jetzt, es ist asynchron. Der Ton kommt vor dem Bild. Das heißt, wenn der Ton vor dem Bild kommt, müsst ihr diese Tondatei nach rechts verschieben. Wenn der Ton jetzt aber nach dem Bild kommt, also zu spät kommt, dann müsst ihr die nach links verschieben. Aber um alles auch wirklich sehr genau zu machen und nichts hier wild durcheinander zu verschieben, müsst ihr erstmal ranzoomen bei Magix Video Deluxe, geht das hier unten mit dem Pluszeichen. Und ich verschiebe das Ganze jetzt ein bisschen nach rechts. Erstmal nur ein kleines bisschen, um das Ganze nochmal zu testen und klicke hier wieder auf Play. Also mit der Leertaste könnt ihr auch auf Play. Ich mach's jetzt hier mal mit dieser Wiedergabetaste. Erster Block, zweiter Block, dritter Block. Ist immer noch asynchron, also noch ein Stück weiter nach rechts schieben. Erster Block, immer noch. Jetzt mache ich es nochmal wieder auf Play. Erster Block, zweiter Block, dritter. Und das klingt doch schon viel besser, aber so ein klein bisschen asynchron ist es noch. Wobei, wenn das jetzt so eine halbe oder eine Sekunde asynchron ist, ist das auch nicht so schlimm. Ich drücke nochmal auf Wiedergabe. Erster Block, zweiter Block, dritter Block, vierter Block, fünfter Block, siebter Block, achter Block, neunter und zehnter. Und weil es so lustig ist. So, da sieht man schon, es passt schon wieder viel besser. Jetzt ist alles synchron. Nun macht ihr hier wieder alles, klickt hier wieder auf das Minus, dass ihr rauszoomt. Geht auf Datei, Film exportieren, Video als MPEG-4. Dann geht ihr auf Benutzer definiert, gebt hier wieder eure Auflösung ein, die ihr vorhin schon eingegeben habt. Framerate 30 und dann halt wieder euer Seitenverhältnis. Bei mir ist es 16 zu 9. Dann geht ihr einfach auf Erweitert, macht hier einen Haken bei MPEG 4 H264. Hier macht ihr die beiden Haken raus. Dann geht ihr auf erweiterte Videoeinstellungen, AVC-Encoder Software und diese beiden stellt ihr auf High. Das lasst ihr auf Auto. Performance würde ich auf 15 stellen für die beste Qualität. Dann würde ich euch noch empfehlen, variable Bitrate und Bypass Single Pass. Wenn ihr jetzt ein 720p Video habt, dann würde ich euch die Bitrate 8000 empfehlen. Wenn ihr ein Video von 1080p zum Beispiel habt, würde ich euch die Bitrate 17500 empfehlen. Das ist jetzt meine. Kostet allerdings auch sehr viel Speicherplatz. Wenn ihr jetzt nicht so eine schnelle Internetverbindung habt, dann würde ich euch ja einfach bei beiden, bei 720p halt 8000 empfehlen und bei 1080p Video würde ich euch jetzt, ich weiß nicht, 8000 geht zwar auch, aber hat dann nicht mehr so eine gute Quali. 10.000 oder so. Könnt ihr zum Beispiel machen. Dann geht ihr einfach auf OK. Und dann geht ihr hier bei Audio Codec auf AAC, Sample Rate 4.
48.000 Stereo, erweiterte Audioeinstellung, stellt ihr auch auf 320 Kilobits und auf VBR. Den Rest lasst ihr einfach so, klickt auf OK, wieder auf OK, wählt dann hier den Ordner aus, wo das Ganze hingerendert werden soll. Ich erstelle hier mal neue Ordner. Rendern! Und den nenne ich jetzt mal magix.mp4. Klicke auf Speichern und wenn ihr jetzt auf OK klickt, hier würde ich euch auch noch empfehlen, macht einen Haken bei Anti-Interlace-Filter rein und Videoeffekte auf GPU berechnen auch. Die beiden ha anderen Haken raus. Dann geht ihr einfach auf OK und werdet jetzt sehen, es dauert ein bisschen, das Rendern startet. Wenn ihr jetzt hier auf diesen Pfeil klickt, seht ihr auch den Prozess und hier seht ihr auch nochmal die ganzen Details, wie weit er mit dem Rendern ist. Ich breche das Ganze jetzt mal ab und zeige euch jetzt auch nochmal das Programm Adobe Premiere Pro CS6. Wie ihr das Ganze damit rendern könnt. Ich speichere das Ganze hier jetzt mal nicht ab. Und ja. So, nun starte ich nochmal. Ich gucke hier mal ewig nach. Nun starte ich das Programm Adobe Premiere. Ich gehe mal kurz auf Suchen. Adobe Premiere Pro CS6. Ihr solltet sicherstellen, dass ihr euch das am besten nicht illegal holt. Ihr könnt das zwar machen, aber ist dann halt nicht meine Sache. Also ich übernehme da wirklich keine Haftung, wenn euch da jetzt irgendwas passiert oder ihr erwischt werdet. Ihr könnt euch das natürlich auch kaufen oder einfach die Testversion ausprobieren. Ihr geht dann auf neues Projekt. Ich würde euch wirklich für die allerbeste Quali, würde ich euch wirklich Adobe Premiere Pro empfehlen. Dann geht ihr hier einfach auf neues Projekt. Gebt hier einfach irgendeinen Namen ein, zum Beispiel Adobe Testaufnahme. Markiert das Ganze mit Steuerung A und Steuerung C. Der Speicherort ist scheißegal. Aufnahmeformat HDV. Audio Samples wählt ihr aus Timecode. Und hier könnt ihr GPU-Beschleunigung aktivieren oder halt nur Software, das ist relativ egal. Dann geht ihr hier einfach auf OK. Wenn ihr dieses Fenster seht, gebt ihr hier bei Sequenz 01 auch irgendeinen Namen ein. Das lasst ihr auch einfach so auf DVPAL, Standard 48 Kilohertz. Dann geht ihr auf Einstellung, geht hier allerdings auf Benutzer definiert und Timebase auf 30 Frames pro Sekunde. Hier gebt ihr wieder die Auflösung von eurem Video ein. Das war bei mir 1920 mal 1080. Hier lasst ihr dann auch PAL. Hier geht ihr bei Halbbilder auf keine Halbbilder. Progressive Scan. Hier unten auch auf 30 FPS. Sample Rate bei Audio 48.000 Hertz und Audio Samples. Den Rest hier lasst ihr einfach so und ihr macht noch bei maximale Renderqualität und maximale Bildtiefe einen Haken rein. Klickt wieder auf OK. Jetzt lädt das Ganze hier ein bisschen. Nun, bevor ihr hier überhaupt etwas macht, solltet ihr sicherstellen, dass ihr euch die Programme MIGUI und MK Merge herunterladet und auch noch das Programm Frame Server. Die Links zu den drei Programmen sind auch nochmal in der Videobeschreibung. Alles kostenlos. Sobald wirklich alle drei von denen fest installiert sind, das ist wirklich sehr wichtig, dass ihr die auch installiert habt, bevor ihr hier weitermacht. Die Links sind nochmal in der Videobeschreibung. Frame Server, MK Merge und MEGUI. Was ihr jetzt macht, ihr zieht jetzt hier wieder ganz normal eure Videodatei rein. Bei mir ist es ja die hier. Einfach in dieses linke Fenster hier, ist sehr wichtig, noch nicht in das rechte. Und dann zieht ihr auch einfach eure Audiospur mit hier rein, wieder. Ja, ich mache mir echt Sorgen, dass der hier nicht vernünftig aufnimmt, aber scheint ja noch wirklich alles zu laufen. Gut. So, wenn ihr das getan habt, zieht ihr das Video bei Video 1 rein und dann hier geht ihr, wenn diese Frage kommt, geht ihr einfach auf Sequenzeinstellung ändern, falls ihr das bekommt. Denn dann wird das Video nochmal optimiert, falls doch noch irgendwas falsch eingestellt war. Bei mir war jetzt wohl wirklich was falsch eingestellt. Und dann zieht ihr hier auch wieder die MP3-Datei unten rein und ich mache hier jetzt zum Beispiel mal, könnt ihr auf diesen Dings hier raufklicken, auf diesen Pfeil und könnt das hier auch lauter stellen, wenn das jetzt zu leise ist. Ich werde jetzt ganz einfach mal eben hier wieder die Aufnahme starten. So, willkommen zur Testaufnahme. Jetzt möchte ich, dass die auch lauter haben. Hier könnt ihr, klickt ihr einfach in Audio 3, wo keine Audiospur liegt, einmal mit der Maus rein, drückt dann auf der Tastatur das Pluszeichen und zoomt somit ran. Nun könnt ihr, um das Ganze lauter zu stellen, würde ich euch empfehlen, macht einfach, könnt ihr hier einfach irgendwo reinklicken und stellt das hier einfach höher. Ich mache das jetzt mal auf 6 Dezibel höher, wenn ich jetzt nochmal abspiele. Ich möchte euch ja in diesem Video zeigen, hört sich schon besser an. So, jetzt zoome ich nochmal wieder raus mit der Minustaste. Zoomt man wieder raus. Nun gehe ich mal eben wieder an die Moment. Ach, das war die falsche Aufnahme. Tut mir leid. Tut mir leid. Sorry, das war die falsche Aufnahme. Oder war das jetzt? Nein, das war doch die richtige. Hä? Ja, sorry, ich komme gerade hier gerade ein bisschen durcheinander. Ich mache mal kurz auf Play. 9. und 10. und.
Doch, das ist die richtige Aufnahme. Oh, ich habe gerade schon Schreck gekriegt. Nun geht ihr wieder an die Stelle, wo ihr zum Beispiel sehen könnt, ob das Ganze synchron ist. Nochmal auf Play. Erster Block, zweiter Block, dritter Block. Dort sehen wir auch schon wieder, dass es asynchron ist, ja auch klar. Ich schiebe das Ganze jetzt ein bisschen weiter nach rechts wieder. Okay, das war ein bisschen zu weit. Ihr müsst wieder auf das Plus drücken, dass ihr ranzoomt. So, und jetzt sehe ich hier schon, das müsste ein bisschen weiter nach rechts wieder gezogen werden. Drücke mal auf Play. Erster Block, zweiter Block, dritter Block, vierter Block, fünfter. Und ja, es ist hier schon wieder sehr synchron. Das geht mit Adobe am besten. Dann müsst ihr sicherstellen, dass das hier alles markiert ist, der ganze Bereich. Dann klickt ihr hier auf dieses Zeichen rauf. Ganz wichtig, dass ihr dieses Zeichen markiert habt. Dann klickt ihr auf Datei. Dann geht ihr auf Exportieren Medien. Dann wählt ihr bei Vorgabe, nicht bei Vorgabe, sondern bei Format Debug Mode Frame Server aus. Den müsst ihr auch installieren. Geht bei Vorgabe auf Benutzer definiert. Ausgabename, klickt ihr einmal rauf und wählt wieder einen Ordner aus, wo das hin exportiert werden soll. Das ist aber ganz egal. Dort nenne ich das zum Beispiel mal Adobe Testaufnahme. Das ist jetzt noch nicht wichtig. Wichtig ist, dass ihr hier bei diesen beiden auch einen Haken reinsetzt. Hier gar keine Haken. Und dann auf Exportieren. Nun sollte so ein Fenster von dem Frame-Server erscheinen. Dort wählt ihr UI 2 aus und geht dann auf Next. Nun startet ihr das Programm MEGUI. Ich werde das mal eben machen ich habe das hier irgendwo gespeichert. Das solltet ihr starten. Ist auch sehr wichtig. Das dauert auch ein bisschen, bis das Programm gestartet ist. Dann geht ihr auf Options, Settings und solltet erstmal sehen, dass ihr Default Priority auf Normal stellt. Und den Rest könnt ihr eigentlich wirklich so lassen. Da ist jetzt nichts mehr wichtig, was ihr noch umstellen müsst. Dann geht ihr auf Tools, AVS Script Creator. Jetzt wird es wirklich kompliziert, aber ihr wollt ja auch die beste Quali wirklich rausholen. Nun geht ihr bei Video Import auf die drei Punkte. Geht dann in den Ordner, wo ihr jetzt bei Adobe Premiere ausgewählt habt, wo es hin exportiert werden soll. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob die Aufnahme noch läuft. Ja, alles bestens anscheinend noch. Und dann wählt ihr hier, ich gehe jetzt mal in den Ordner rein. Ach du Schande, habe ich hier viele Ordner. Und sehe jetzt hier, das Ganze habe ich so genannt. Dieses Video ist das. Dann drücke ich hier einmal auf Öffnen. Wenn ihr das jetzt geöffnet habt, seht ihr hier eine Vorschau. Dann müsst ihr hier bei Resize noch eingeben. Bei mir wäre das jetzt. Ihr müsst jetzt, Moment, bevor ihr das macht, geht ihr hier auf diesen Pfeil und wählt PAL aus, das erste 16 zu 9 PAL. Dann gebt ihr hier bei der Auflösung wieder 1920. Macht hier den Haken raus und gebt hier dann 1080 ein, falls es halt 1920 mal 1080 ist. Dann geht ihr auf Script, macht bei Audio das False weg und schreibt True hin. Das ist sehr wichtig, damit auch der Ton mit exportiert wird. Den müssen wir noch zusammenschneiden nachher. Das ist aber auch wirklich sehr, sehr einfach. Mehr dürft ihr hier auch nicht verändern. Dann klickt ihr auf Save. Dann schließt ihr das Ganze hier einfach. Wenn wir das jetzt haben, dann gehen wir hier bei Video sollte bei Encoder Settings X264 Scratchpad ausgewählt sein. Bei Video Output wählt ihr aus, wohin das Video gespeichert werden soll. Und ich nenne das Adobe einfach nur. Speichern. Dann geht ihr bei File Format auf MKV und bei Audio wählt ihr den Codec FMPEG AC3 Scratchpad aus. Extension AC3, Delay 0. Geht auch mal auf Config hier. Ist auch sehr wichtig und stellt die Bitrate auf 320. Den Rest lasst ihr so auf NIC Audio und Keep Original und so weiter und so fort. Klickt auf OK. Wählt bei Audio Output auch wieder das gleiche aus und das nenne ich jetzt auch einfach mal Adobe. Nun klickt ihr hier auf QI oder wie man sich das auch immer nennt, aber nur bei Audio erstmal. Wartet ab. Jetzt wird gerade die Audiospur exportiert. Das ist schon mal gut. Ich muss nochmal nachgucken. Gut, alles in Ordnung noch. Nun macht ihr Folgendes. Ihr wählt jetzt bei Encoder Settings bei Video auf, geht ihr auf Config. Und jetzt wird's wirklich sehr, 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 sehr extrem. Das Rendern dauert sehr, sehr lange, wenn ihr wirklich eine Ultra-Quali haben wollt und die Datei aber auch nicht so groß sehen soll, dann dauert das wirklich sehr, sehr lange, als hättet ihr einen Single-Core-Prozessor. Also wenn bei mir ein Quad-Core-Prozessor ist, ist das dann, als hättet ihr einen Single-Core-Prozessor, finde ich. Aber ja, ihr müsst jetzt für euch selbst entscheiden, ob ihr auf Ultrafast oder Placebo. Ich würde euch empfehlen, stellt einfach auf Normal. Wobei, das ist eigentlich scheißegal, wenn ihr das hier auf Placebo stellt, dann dauert das Rendern zwar richtig lange, dafür wird die Datei kleiner. Es hat aber nichts mit der Qualität zu tun. Wenn ihr das auf Ultrafast stellt, ist die Qualität genauso, die Datei wird aber größer.
Deswegen ist normal eigentlich oder Medium eigentlich ganz okay. Ich stelle das jetzt hier mal auf Placebo, weil ich euch wirklich zeigen möchte, wie ihr in der allerbesten Qualität rendert. Und zwar macht ihr jetzt Folgendes. Bei Encoding Mode geht ihr auf Constant Quali und bei Quality, also hier steht ihr wieder auf Placebo, und bei Quality, je höher, desto schlechter ist die Qualität und je niedriger, desto besser ist die Qualität. Ich würde euch wirklich empfehlen, dass ihr hier eine 20 reinschreibt, das reicht locker aus. Falls ihr jetzt wirklich eine sehr langsame Internetverbindung habt, könnt ihr auch 23 reinschreiben, da ist die Quali aber schlechter. Wenn ihr aber wirklich, ich sag jetzt mal, sehr lange Zeit zum Rendern habt, ja, wenn ihr wirklich sehr, sehr lange, dauert dann schon mal eine Nacht, ich weiß nicht, kann auch noch länger dauern, wenn ihr ein 10-Minuten-Video rendert, dann könnt ihr es auch auf 16 stellen. Ich würde euch wirklich 16 nur empfehlen, wenn ihr wirklich alle Zeit der Welt habt. Weil das dauert wirklich sehr, sehr lange. Ihr könnt das, wie gesagt, optimal so 20. Aber ich stelle es jetzt einfach mal auf 16, um euch wirklich zu zeigen, wie ihr in der allerbesten Quali rendert. Dann stellt ihr bei Tuning auf None, AVC Profile, High Profile und den Rest lasst ihr auch so. Klickt auf OK und klickt hier wieder auf Cree. Oh, mein iPhone klingelt gerade. Kann ich jetzt nicht rangehen? Und nun seht ihr hier auch schon direkt den Status, den Rendering-Status. Das hier könnt ihr minimieren. Und lasst das Fenster offen. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich schaue noch mal ganz kurz nach. Die Aufnahme läuft noch. Oh, Alter, nehme ich schon wieder lange auf. Hier gucke ich auch noch mal alles. Ist noch bestens. Und ihr seht jetzt hier, das Rendern dauert wirklich sehr, sehr lange. Er rendert mit 0,5 FPS. Das ist nicht sehr schnell. Aber jetzt seht ihr hier auch den Status vom Rendern. Und das dauert jetzt sehr lange, weil ich halt mit der allerbesten Quali rendere. Ich habe jetzt auf Placebo, also auf wirklich, dass er so lange wie möglich rendert. Und auf die Quality auf 16 gestellt. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze jetzt auf Quality 20 stellt und den unteren Regler auf Medium, sollte das eigentlich auch noch ausreichen. Die Datei wird dann nur so ein klein bisschen größer und die Quali wird nicht so gut sein. Also nicht so viel. Also wird dann klein Tick schlechter sein, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Und jetzt dauert das Rendern halt seine ganze Zeit lang. Ja, das kann wirklich sehr, sehr lange jetzt dauern. Hier könnt ihr noch bei Priority, würde ich euch empfehlen, lasst das einfach auf normal, wenn ihr jetzt auf High oder Low stellt. Das ändert eigentlich nichts an der Zeit. Ihr solltet nur auf Low stellen, wenn ihr jetzt nebenbei noch spielen wollt oder sowas. Und auf High könnt ihr ruhig stellen, wenn ihr jetzt nicht zu Hause seid und ihr einfach durchrendern lassen wollt. Ich würde euch aber wirklich einfach normal empfehlen. So, und um zum Abschluss zu kommen, möchte ich euch das Ganze auch nochmal mit Sony Vegas zeigen, wie ihr da perfekt rendern könnt. Ach, meine Fresse, jetzt ruft ihr auf dem anderen Handy an. Ah, ja, tut mir leid. Dann stoppt ihr hier einfach, ihr geht hier auf das X. Und Stop Servicing. Schließt Adobe Premiere wieder. Und jetzt zeige ich euch das Ganze auch nochmal mit Sony Vegas, wie das da geht. Ich starte mal eben Vegas. Vegas Pro 11.0. Klicke hier auf Agree. Dort wieder ein bisschen. Und nun macht ihr hier Folgendes. Ihr geht hier hoch, ihr geht hier auf Datei, Neu. Wählt ihr auch wieder eure Auflösung auf, welche ihr genommen habt für die Aufnahme. Bei mir ist es ja 1920 mal 1080. Dann geht ihr hier bei Feldreihenfolge auf keine Progressive Scan. Dann wählt ihr bei der Framerate nichts aus. Ihr klickt einfach einmal rein und schreibt eine 30 rein. Jetzt ruft er schon wieder an. Ja, sorry. Und dann wählt ihr hier, den Rest lasst ihr auch einfach so außer Renderqualität bei Vollauflösung geht ihr auf optimal. So, ich schaue nochmal ganz kurz, der Rest kann so bleiben. Bei Audio solltet ihr auf jeden Fall Sample Rate auf 48.000 Hertz wieder stellen. Und dann geht ihr einfach auf OK. Wenn ihr das getan habt, macht ihr das Ganze wieder so. Ihr zieht wieder die Videodatei hier rein. Und auch die Audiodatei. Ah, das war jetzt der falsche Ordner, sorry. MIGUI solltet ihr jetzt übrigens schließen. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr diese Meldung bekommt, diese hier, wenn ihr jetzt nochmal rendern wollt und ihr bekommt diese Meldung, müsst ihr in den Task Manager gehen. Da müsst ihr MIGUI auswählen, entfernen drücken. Wenn das nicht geht, macht das einfach nochmal. Dann ist es geschlossen. Dann geht ihr auf Details. Müsst dann AVS 4x264 Mod.exe auch nochmal beenden. So. Ganz einfach. So, jetzt habt ihr hier, jetzt geht ihr wieder in euren Outer City Ordner und zieht die Datei hier auch wieder rein. Und wir spielen das Ganze nochmal ab. So, willkommen zur Testaufnahme. Wie gesagt, ist ja ein bisschen zu leise, also könnt ihr hier mit dem Dezibelregler auch wieder lauter stellen, zum Beispiel auf 5,9 Dezibel. So, willkommen zur Testaufnahme. Ich möchte euch ja in diesem Video zeigen, wie ihr vernünftig aufnehmen und rendern könnt. Und ja, so, jetzt gehe ich hier wieder an die Stelle, wo ich das Haus wirklich anfangen wollte zu bauen. Wo man das wieder gut merken kann, ob das jetzt synchron ist oder nicht.
Jetzt könnt ihr mit dem Scrollrad auf der Maus ranzoomen, indem ihr nach oben scrollt. Wenn ihr nach unten scrollt, zoomt ihr wieder raus. Zoomt einfach ran. Und jetzt spiele ich das Ganze hier mal ab. Erster Block, zweiter Block, dritter. So, und das Ganze muss hier auch wieder weiter nach rechts verschoben werden. Dann klickt ihr hier wieder hin, drückt nochmal auf Play. Erster Block, zweiter Block. Das muss noch weiter nach rechts. Nochmal auf Play. Erster Block, zweiter Block, dritter Block. Nee, ich... Oder, Moment, ich schieb hier mal kurz ein bisschen rum, da müsst ihr wieder experimentieren. Erster Block, zweiter Block. Nein, das ist ja falsch. Ich schieb das noch ein bisschen weiter nach hier. Erster Block, zweiter Block, dritter Block, vierter Block, fünfter Block, sechster Block, siebter Block, achter Block. So, da sieht man schon wieder, es passt wieder perfekt. Nun markiert ihr hier einfach wieder alles. Ihr braucht es nicht, aber ich würde euch empfehlen, markiert mit diesem oberen Marker alles. Geht auf Datei, Rendern als. Wählt dann hier wieder Debug Mode Frame Server aus und Project Default. Gebt dem Ganzen hier irgendeinen Namen, das ist wieder ganz egal. Ich gehe wieder in diesen Ordner rein und nenne das Ganze mal eben Vegas mit Titel.av. Speichern. Dann geht ihr auf Rendern. Macht hier wieder UI 2 und klickt auf Next. Nun müsst ihr wieder MI-GUI starten und das Ganze wieder ganz genauso machen wie bei Adobe. Ich zeige euch nochmal wie, falls jemand wieder vergessen hat, wie das war. Einfach auf AVS Script Creator. Video Input. Das ist bei mir jetzt die Vegas ohne Titel AVI. Einfach auf Öffnen gehen. Dann stellt ihr wieder auf PAL um. Macht die Auflösung wieder richtig. 1920 mal 1080. Script. Müsst ihr wieder Audio auf True stellen. Und ich zeige euch auch gleich, das ist ja noch gar nicht ganz fertig. Ich muss euch gleich unbedingt noch zeigen, dass wir ja noch gar nicht fertig sind. Ich klicke jetzt mal auf Save. Schließe das hier wieder. Exportiere jetzt hier schon mal wieder Audio. The Output-File already exists. Ah, nein, das ist falsch. Scheiße. Jetzt habe ich gerade was falsch gemacht. Ist eigentlich auch relativ egal. Ach, jetzt hat er es doch, glaube ich, richtig gemacht. Gut. So, und dann stellt ihr hier einfach wieder ein, wie das Ganze heißen soll. Vegas ohne Titel. Nee, das soll Vegas einfach nur heißen. .mkv speichern. Und ich stelle jetzt hier mal ein bisschen was anders ein. Und zwar Quality stelle ich jetzt mal auf 21. Ihr könnt es auch auf 20 stellen für noch bessere. Und stelle jetzt einfach mal auf Medium. Sollte dann schneller mit dem Rendern gehen. Dann klicke ich auf OK. Und auf Cree, oder wie sich das auch immer nennt. So, nun rendert er wieder und das Ganze scheint hier jetzt schneller zu gehen, weil hier seht ihr schon, das rendert er mit 6 FPS, weil ich habe hier halt auch etwas einmal die Geschwindigkeit schneller eingestellt, sodass hier Teilleiter etwas größer wird und die Quali ein bisschen verschlechtert, ist aber jetzt auch nicht so dermaßen schlimm. Ich werde mal kurz die Aufnahme beenden und bin gleich wieder da, wenn das alles hier durchgerendert ist. Bis gleich. So, und da geht's auch schon weiter. Und ja, jetzt seht ihr hier, das Rendern ist fertig, also das MIGUI-Fenster hat sich geschlossen. Was ihr jetzt macht, ist dann wieder ganz normal, als wenn ihr auch mit Adobe gerendert hättet, auf Stop Servicing klicken, hier auf Schließen, Sony Vegas beenden. Und was ihr jetzt macht, ist auch wieder ganz wichtig, ihr geht in den Ordner, wo das Ganze jetzt hingerendert wurde. Ist bei mir jetzt, du Schande, müssen wir mal kurz gucken. Hier, und das Ganze hat sich jetzt ja genannt Vegas MKV und Vegas ohne Titel AA. Nee, AC3, das sind die beiden Dateien, die jetzt MEGUI gerendert hat. Also wie gesagt, ihr könnt das halt mit Adobe oder mit Sony Vegas machen, ist eigentlich ganz egal. Das ist einfach nur zum Schneiden, da gerendert wird dann halt mit MEGUI. Nur bei Magix müsst ihr halt mit Magix selbst rendern. So, was ihr jetzt macht, ihr startet das Programm MKV Merge GUI. Der Link dazu ist ja auch in der Videobeschreibung und jetzt ist wirklich sehr easy. Jetzt markiert ihr diese beiden Dateien, einmal das Video, MKV, und einmal die AC3 Audiodatei, zieht die hier in das Fenster. Und jetzt habt ihr gleich euer Video fertig. Ihr geht hier unten bei Zieldateinamen auf Auswählen, wählt einen Ordner aus, zum Beispiel ist das bei mir jetzt mal D, neuer Ordner. Fraps fertig! Nenne ich das Ganze einfach mal so aus Freude und nenne das Ganze einfach mal Vegas gerendert. .mkv und klicke auf Speichern. Dann geht ihr einfach auf Muxen starten. Und wenn das jetzt fertig ist, geht ihr auf OK, schließt das Ganze, geht in den Ordner, wo das Ganze jetzt hingespeichert wurde. Und jetzt habt ihr hier euer fertiges Video, was ihr jetzt allerdings, wenn ihr das jetzt nicht auf YouTube, sondern hier auch schon mal angucken wollt, müsst ihr es mit dem VLC Media Player machen. Ich öffne das ganze Video jetzt einfach mal. So, willkommen zur Testaufnahme. Ich möchte euch ja in diesem Video zeigen, wie ihr vernünftig aufnehmen und rendern könnt. Und ja,
Ihr macht folgendes, ich nehme jetzt hier gerade einfach nur mal die Testaufnahme auf, mach mal kurz wieder Tag, reg mich gerade auf, weil ich schon so gut aufgenommen habe, das erste Tutorial und das so mega verkackt habe. Ist aber ja auch scheißegal, ich flieg mal kurz hier hin und baue mal ein Haus. Ein Mini-Haus. Erster Block, zweiter Block, dritter Block, vierter Block, fünfter Block, sechster Block, siebter Block, achter Block, neunter und zehnter. Und weil es so lustig ist, ich muss hier alles gerade wiederholen, setze ich hier einfach mal in die schöne Welt ganz viel TNT rein. Oh, das war jetzt eine Werkbank, ich Idiot. Dann geben wir mal hier ein TNT und einfach mal die ganze Map zerstören. Und... ja! Das war's auch schon mit meinem Testvideo. Danke fürs Zuschauen. Jo, und damit habt ihr euer Video dann halt fertig gerendert. Und wenn ihr das halt entweder mit Magix oder halt mit Adobe oder Sony geschnitten und mit MIGUI gerendert habt, halt euer fertiges Video hier habt, dann müsst ihr das einfach nur markieren. Und dann könnt ihr das Ganze auf YouTube hochladen. Ich werde euch mal eben kurz zeigen. YouTube. Video hochladen. Oh, jetzt sieht die Seite ja schon wieder anders aus. Naja, das ist was anderes. Und dann könnt ihr hier einfach per Drag and Drop euer fertiges Video reinziehen. Und ja, dann wird das Video halt hochgeladen. Das dauert dann halt ein bisschen. Das geht jetzt bei mir eigentlich nicht so schnell. Die Prozentanzeige stimmt nicht, wenn ihr jetzt Windows 8 oder 8.1 installiert habt auf eurem Rechner. Stimmt die Prozentanzeige nicht. Da würde ich wirklich abwarten, bis hier steht Upload abgeschlossen. Da könnt ihr euch nicht drauf verlassen, was die Prozentanzeige sagt. Das stimmt nur bei Windows 7 oder niedriger und bei macOS wird das, glaube ich, auch stimmen. Nur bei Windows 8 oder 8.1 halt nicht. Und dann wird das Video halt hochgeladen. Ich warte mal kurz ab. Das dürfte ja eigentlich relativ schnell gehen mit dem Hochladen. Weil das sind jetzt nur 80 MB. Die 98% hat er nämlich noch nicht wirklich. Aber auf jeden Fall können wir uns das Video gleich mal anschauen. Hier wird der Link sein, wo es dann verfügbar ist. Und ich sehe, es ist noch nicht fertig. Das Video wird derzeit verarbeitet. Ich warte halt nochmal eben ab und werde mal eben kurz einen kleinen Schnitt einfügen. Und wir sehen uns dann auch schon gleich wieder. So, und da ist es auch fertig gerendert. Jetzt steht hier, ist ein Haken und steht Upload abgeschlossen. Fertig hochgeladen, nicht gerendert, sorry. Und jetzt können wir hier den Link nochmal neu aufrufen. Haben hier unser Video, können die Qualität einstellen. Noch ist kein 1080p verfügbar. Das dauert ja ein bisschen. Das muss erstmal fertig konvertiert werden von YouTube. Da müsst ihr auch nochmal wieder ein paar Minütchen warten, bis es dann halt in HD verfügbar ist. Ich rufe es nochmal mit F5 neu auf und gucke jetzt nochmal nach. Jetzt ist schon mal 360p da. Einfach ein bisschen abwarten. Ich warte jetzt mal so 15 Sekunden. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, ich aktualisiere nochmal kurz und schaue nochmal kurz nach. Bis jetzt, nee, immer noch 3. Ja, das dauert halt ein bisschen. Auf jeden Fall wird euer Video dann nach einiger Zeit auch in 1080p oder was ihr auch für eine Auflösung genommen habt, verfügbar sein auf YouTube. Dann könnt ihr euch das angucken. So, willkommen zur Testaufnahme. Hat hier jetzt eine schlechte Quali, weil es ist halt noch 360p. Ihr müsst dann halt auch die beste Quali beim Anschauen anwählen und dann habt ihr euer Video auf YouTube fertig. Ich schaue nochmal kurz nach, ob jetzt irgendwie sich was getan hat. Ja, jetzt haben wir 1080p und können das Ganze in bester Qualität abspielen. So, willkommen zur Testaufnahme. Ich möchte euch ja in diesem Video zeigen, wie ihr vernünftig aufnehmen und rendern könnt. Und ja, ihr macht folgendes. Ich nehme jetzt hier gerade einfach nur mal die Testaufnahme. Ja gut, ich spiele das Video jetzt nicht komplett ab und ihr habt es jetzt gesehen. So einfach ist das auch schon. Und ja, wie gesagt, man hat jetzt ein bisschen gesehen, die Quali ist nicht ganz so super. Aber wie gesagt, wenn ihr nicht mit Magix rendert, sondern halt mit MIGUI und dann zum Beispiel mit Adobe oder Sony Vegas schneidet, solltet ihr sehen, wenn ihr wirklich ganz viel Wert auf die Qualität setzt, dass ihr bei Quality ja so unter 20 geht, unter 16 auf keinen Fall, sonst dauert das Jahre, Alter. Nee, das würde ich euch nicht empfehlen. Oder ich würde euch eigentlich auch nicht 16 empfehlen, weil bei mir dauert das wirklich sehr lange mit 16. Wenn ihr wirklich sehr viel Wert auf Qualität setzt und sehr lange Zeit zum Rendern auch habt, zum Beispiel über Nacht rendern könnt, dann könnt ihr die Qualität so zwischen 16 oder ich würde euch lieber so 17 wegen der Dauer zwischen 17 und 19 oder 20 empfehlen. Oder 18. Ja, ich würde euch 18 ist eigentlich auch schon perfekt, die Quali. Und ja, das war's eigentlich auch schon mit meinem Tutorial.
Ich wollte, sorry, dass es ein bisschen chaotisch ist, aber ich wollte euch einfach nur mal zeigen oder sagen, wie man das Ganze am besten aufnimmt und rendert und schneidet und synchron macht. Und ja, und übrigens, wer sich fragt, wie ich rendere, da ich wirklich alles legal machen möchte und eine Magix gekauft habe, leider zwar die Quali etwas drunter, aber ich nehme meine Let's Plays ja mit Fraps auf und schneide die mit Magix, Video Deluxe und rendere die damit auch mit einer 17.500er Bitrate, die ich euch auch schon gezeigt habe. Und ja, dann würde ich mal sagen, sorry, dass das so chaotisch und ultra lang geworden ist, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich hoffe, es hat trotzdem jemand was verstanden. Und dann sage ich euch mal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ciao Leute, ne? Und yo, macht's gut, ciao!